und herzlich willkommen zu meinem Webinar heute zum Thema reibungsloser Serviceprozess durch die nahtlose Integration zwischen SAP Service Cloud und SAP Field Service Management. So, mein Name ist Paulina Suley und ich bin seit 3 Jahren bei der IB Solution für den Bereich Customer Experience zuständig vertrieblich. Das heißt, ich kümmere mich um die Themen SAP Sales Cloud, für die Vertriebsmannschaften, Service Cloud und Field Service Management. Ja, über die Themen sprechen wir ja heute und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Ich möchte noch mal eine kurze Info vorab hinzufügen, und zwar sind Sie während des gesamten Webinars auf stumm geschaltet. Hätten Sie, ja, wenn Sie Fragen haben, können Sie diese gerne in den Chat schreiben und am Ende des Webinars werde ich dann die natürlich beantworten. Genau, kommen wir kurz zur Agenda. Und zwar möchte ich erstmal ganz kurz im Theoretischen in das SAP Customer Experience Portfolio einführen. Danach schauen wir uns eine Live-Demo an, wie das Ganze dann in Ihrem Servicefall aussehen könnte mit den Technikern. Und am Ende bleibt natürlich noch Zeit für Ihre Fragen. Genau, das wäre jetzt das SAP Customer Experience Portfolio und zwar besteht das aus den 5 Komponenten. Also wenn wir links schauen, die Marketing Cloud, die Commerce Cloud, die Sales Cloud, die Customer Data Cloud und auch die Service Cloud. Und die Service Cloud schauen wir uns eben heute genauer an. Die hängt mit dem Field Service Management sehr stark zusammen. Es geht ja auch heute um die Integration von diesen. Und man kann eben, wenn man sich diesen ganzen Service-Prozess dann anschaut, gibt es ja unterschiedliche Wege, wie die Service-Anfragen beim Service landen. Es kann natürlich über ein Telefon sein, E-Mail, Chat, Text, also WhatsApp vielleicht, WeChat. Genau, es gibt sehr viele unterschiedliche Wege und die Service Cloud sammelt diese ganzen Anfragen in einem Ticket zum Beispiel und es wird dann weiter verarbeitet, später dann von einem Servicetechniker natürlich vom Kunden gelöst und hier sehen wir auch schon die Integration zwischen Field Service. Darüber kann dann die Serviceabteilung sehr unterstützt werden, sehr entlastet werden und am Ende des Tages, wenn natürlich so ein Serviceeinsatz dann durchgeführt wurde, wird das Ganze zurückgespielt an das jeweilige Backend-System und dann wird eine Rechnung an den Kunden gestellt und somit ist der ganze Prozess natürlich dann auch mit integriert. Genau, dann würden wir jetzt auch schon zu den einzelnen Personas kommen. Also ich habe hier so einen Plan aufgestellt, was wir heute alles uns anschauen. Und zwar, wenn wir uns links die Service-Mitarbeiter anschauen, dann bekommen sie diese ganzen Tickets, die Kundenanfragen. Danach geht es dann weiter zum Dispatcher, also zu einer Person im Unternehmen, die das Ganze dann verteilt. Ja, die Tickets an die richtigen Mitarbeiter, die Skills haben. Später wird der Techniker, der Monteur benachrichtigt, der dann wirklich diese Arbeit dann beim Kunden ausführen muss vor Ort. Und am Ende des Tages überwacht der Serviceleiter auch nochmal die Zeiten, gibt die Zeiten frei für die Rechnung und hat diesen ganzen Prozess dann nochmal einen Überblick. Genau, dann kommen wir auch schon zu der ersten Persona und zwar zu dieser Service-Mitarbeiterin. Und die steht meistens vor der Herausforderung, dass sie sehr viele Anfragen bekommt aus sehr vielen unterschiedlichen Kanälen. Und diese müssen natürlich gebündelt werden. Das heißt, es kann durch Outlook kommen oder Telefonate. Und die SAP Service Cloud bündelt diese ganzen Anfragen und ermöglicht somit sehr viel Zeitersparnis und auch eine bessere einfach Arbeitseffizienz. Genau, und jetzt schauen wir uns mal an, wie das in der Service Cloud aussehen könnte. Und zwar, gehen wir hier in die Service Cloud rein. Das ist, ich aktualisiere mal ganz kurz. Das ist hier die Startseite, das heißt, die kann man auch personalisieren, je nachdem, wie man möchte. Hier sieht man, die Juliane Bayer hat 2 offene Tickets, eskalierte Tickets, dann Tickets mit hoher Priorität und so weiter. Das kann man dann wirklich personalisieren, wie man möchte, welche Ansicht man braucht. Und hier unten gibt es eben nochmal die Möglichkeit, das Ganze nach den Mitarbeitern zu clustern, wer vielleicht wo im Einsatz ist und so weiter. Und wir schauen uns jetzt eben an, wie man im Service über diese Workcenter hier ein Ticket erstellt. Also das heißt, ich wurde jetzt angerufen von einem Kunden, er hat mir mitgeteilt, dass er ein Problem hat mit einer Maschine
Und dazu gehe ich dann hier rein und sehe auch schon meine ganzen Tickets. Und über das Pluszeichen kann ich dann ganz einfach ein neues Ticket erstellen. Machen wir mal Printer Issue, genau. Der Kunde ist dann Alpha Center. Genau, dann haben wir noch hier die Seriennummer, das ist die hier. Und ich kann mir noch hier notieren, dass der Kunde zum Beispiel gesagt hat, dass es sehr dringend erledigt werden muss. Und genau, dann hätte ich schon alles eingegeben, was ich so brauche und gehe dann auf Sichern und Öffnen. Und jetzt wird ein neues Ticket generiert. Und gleich sehen wir auch schon die ganzen Infos, die damit dann zusammenhängen. Also ich sehe hier ganz schön dieser 360-Grad-Sicht wirklich zusätzliche Infos, Kundennamen, Ansprechpartner, Telefonnummer, hier die Produktinformationen, die ich dann brauche, wie lange sogar die Garantie noch abgedeckt ist. Ja, einfach die ganzen Infos, die damit zusammenhängen. Und das ist super dann im Servicebereich, wenn ich einfach auf einen Blick auf alles zugreifen kann. Jetzt sehen wir auch schon, dass dieses Ticket in Bearbeitung ist. Das wird dann automatisch generiert. Und auch noch das Beste hier an der Integration, das Ticket wurde direkt an FSM weitergegeben. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr den Mitarbeiter, der die Techniker verplant, anrufen, sondern es passiert automatisch, dass es eben im Field Service Management auftaucht. Genau, und jetzt schauen wir mal weiter zu der nächsten Persona. Genau, und das wäre praktisch der Dispatcher, zu dem dieses Ticket dann ankommt. Und er hat ja ganz oft das Problem, dass er ja natürlich jede Kundenanfrage individuell ist, jedes Ticket, jedes Problem. Und das muss ja an den jeweiligen Mitarbeiter zugeordnet werden, der die entsprechenden Skills hat, der auch zeitlich verfügbar ist und vielleicht auch in der Nähe ist. Und FSM bietet das Ganze an, dass man eben diesen transparenten Vorgang dann gewährleisten kann. Jetzt gehen wir wieder ins Field Service Management. Moment. Ja, genau. Und genau, das wäre jetzt das Field Service Management. Das ist die berühmte Plantafel, die FSM sehr stark auszeichnet. Und zwar sehe ich hier meine einzelnen Techniker. Hier sehe ich, wie die einzelnen Techniker auch verplant sind. Genau, heute Donnerstag, also der John Smith ist schon mal verplant. Und ganz unten sehe ich die Tickets, die eingegangen sind vom Servicebereich. Das heißt, ich kann jetzt einfach mal hergehen und entweder zum Beispiel hier über den Rechtsklick direkt das Ticket an den jeweiligen Mitarbeiter zuweisen. Genau, hier habe ich die einzelnen Namen, die auch oben stehen. Oder aber ich nutze die Funktion geeignete Techniker finden. Und hierbei wird dann beachtet, dass der Techniker vielleicht sich auch geografisch da in der Nähe befindet beim Kunden, dass er natürlich auch die entsprechenden Skills hat. Und ja, einfach, dass gewährleistet werden kann, dass er am schnellsten das Problem beim Kunden löst. Und ich kann zum Beispiel hergehen und mir, sage ich mal, hier das Ticket auch sogar manuell hier einstellen, dass ich es dem John zum Beispiel hierzu die Aktivität zuweise. Da kam gerade die Meldung, dass es zugewiesen wurde, dass alles passt. Genau, und wenn ich da draufklicke, natürlich der Vorführeffekt jetzt, dann kann ich auch automatisch die Aktivität dem Techniker zuweisen. Ja, das ist natürlich der Vorführeffekt, aber es macht nichts, wir machen trotzdem weiter. Und zwar schauen wir uns jetzt eben nochmal den Servicetechniker an, der ja immer zum Kunden anreisen muss und auch einen sehr stressigen Alltag hat. Er muss alle Infos ja parat haben, hat vielleicht sehr viele Papiere, die er irgendwie mitnimmt zum Kunden, lange Arbeitszeiten, unterschiedliche Aufgaben. Und es muss natürlich alles gewährleistet werden. Und FSM hilft ihm natürlich, ja alles auf seinem mobilen Smartphone dann vor Ort zu haben. Er hat alles auf dem Handy, wird auch von iOS, Android unterstützt und auch Windows-Telefonen.
Und hier kann er eben ja auf Zeitpläne zugreifen, Servicerouten. Er hat wirklich alles auf seinem Mobilgerät, kann auch Berichte generieren. Und das schauen wir uns jetzt eben nochmal an, wie das bei ihm aussieht. Genau, Sie müssten jetzt mein Handy sehen. Und das ist die Field Service Management App. Und hier sehe ich auch schon gleich auf der Startseite, dass mir eine Aktivität als Servicetechniker zugewiesen wurde. Das heißt, Alpha Center ist der Firmenname. Und jetzt gehe ich mal hier auf, genau, ich gehe mal hier rein und sehe hier, okay, ich bin die zuständige Person, der John, dem wir vorhin die Aktivität zugewiesen haben. Dann sieht man auch schon hier die Adresse, das zugehörige Equipment, was da benötigt wird, die Startzeit, die Endzeit und ja, kann hier dann auch weitergehen. Hier sehe ich die Adresse, ich kann mich dahin navigieren lassen, das ist auch alles in der App enthalten. Und jetzt starte ich mal die Arbeit. Und hier wird dann also gleich auch die Arbeitszeit mit erfasst. Das heißt, ich brauche dann wirklich nichts mehr manuell irgendwie eintragen, auf die Uhr gucken. Das passiert dann alles selbst. Genau. Und jetzt bin ich beim Kunden angekommen und kann hier eben die Entfernung eingeben. Wir machen jetzt mal, es waren 50 Kilometer. Normal passiert das natürlich automatisch, aber in dem Fall reise ich ja heute nicht. Genau, und muss hier einfach nochmal unten auf Abbrechenbar das Häkchen setzen. Kann mir natürlich auch Notizen reinmachen, vielleicht, ob es, ich weiß nicht, Stau gab oder irgendwas. Und sicher das Ganze. Genau. Jetzt bin ich tatsächlich bei der Aktivität angekommen, dass ich den Kunden natürlich unterstützen soll. Und hier habe ich auch schon die Möglichkeit, die Materialien zu reservieren. Und da sehe ich auch schon, okay, da kann ich die Menge zum Beispiel einfügen. Das wird mir automatisch vorgeschlagen. Und dieses Material will ich jetzt auch verwenden. Genau, wurde jetzt verwendet. Und jetzt suche ich mir das Entsprechende, was ich da benutzt habe. Genau, das war dieses Fenster, genau. Hier kann ich nochmal auf Abrechenbar gehen, dass es natürlich später in der Rechnung mit erfasst wird und sichere mir das Ganze mal. Genau. Hier kann ich mir nochmal ja, alles überprüfen, ob alles soweit passt. Und sobald ich dann mit dem Einsatz beim Kunden vor Ort fertig bin, drücke ich dann auf Checkout. Und hier werde ich nochmal gefragt, ob wirklich alles beendet wurde, ob ich soweit einverstanden bin. Das Ganze wird gesichert. Und hier sehe ich nochmal so eine ganze Übersicht. Also ich habe eine Möglichkeit, Notizen noch einzutragen, interne Bemerkungen. Vielleicht, wenn der Kunde gesagt hat, er möchte beim nächsten Service was anders haben. Zum Beispiel, dann kann ich hier gleich direkt auf Abrechenbar drücken und sehe auch schon hier die Arbeitszeit, also in den Minuten natürlich in dem Fall die 2 Minuten. Genau, wird schon alles automatisch miterfasst. Dann kann ich noch eintragen, wie viel Pause ich gemacht habe und sichere jetzt das Ganze. Genau, jetzt habe ich meine Arbeit erledigt und kann mir automatisch einen Bericht generieren lassen. Dazu synchronisiere ich dann meine Daten. Die werden jetzt automatisch hochgeladen und gleich wird auch ein Bericht erzeugt. Genau, jetzt wurde hier ein Bericht erzeugt. Man sieht auch hier, was alles geleistet wurde, bei welchem Kunden, welche Materialien eingesetzt wurden, wie viele Kilometer ich gefahren bin. Und hier kann ich einfach jetzt signieren und sichere das Ganze. Das heißt, der Report, den bekommt der Kunde jetzt automatisch und auch mein Chef, also mein Serviceleiter zum Beispiel, der dann eben die Zeiten freigeben kann. Jetzt drücke ich auf Fertig. Genau. Und die Arbeit wäre somit erledigt. Genau. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie der Serviceleiter das Ganze dann sieht. Also der hat hier natürlich auch die Herausforderung, dass er ja vielleicht oft keinen Überblick hat über die Funktionen, über die Tätigkeiten der Techniker, über die Zeiten, über die Qualität einfach der Arbeit. Und genau, durch FSM sieht er dann auf einen Blick in dieser 360-Grad-Sicht, wer oder wo welcher Techniker
aktiv ist, wie zufrieden der Kunde auch ist. Am Ende des Tages geht es ja um die Kundenzufriedenheit und kann hier eben auch gleich die Zeiten freigeben, nochmal alles überprüfen lassen. Und jetzt zeige ich mal ganz kurz, wie das funktionieren kann. Jetzt sind wir wieder hier in dem Field Service Management und hier kann ich, genau, ich weiß jetzt nicht, warum das, über das Zeit- und Materialjournal, also über diese Workcenter hier links gehen und sagen, ja, ich möchte jetzt mal die Zeiten freigeben. Genau, wir haben es gleich. Genau, hier habe ich die Möglichkeit, einmal den Zeitaufwand anzuschauen, die Spesen, das Material, die Fahrleistung, die wir gerade angetippt haben, eingegeben haben und nochmal ganz die Übersicht. Und wenn ich zum Beispiel das hier angucke, sind gut 7 Stück, wir machen mal hier das, das waren die 15 Minuten, dann habe ich die Möglichkeit, entweder das direkt zu überprüfen, zu genehmigen, eine Änderung vielleicht einzufordern oder abzulehnen. Und somit wird dieser Prozess einfach ja, vereinfacht. Und jetzt genehmigen wir das Ganze. Und somit wäre dann dieser Service-Prozess zwischen Service Cloud und FSM dann praktisch erledigt. Genau, das wäre es eigentlich auch schon von meiner Demo heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und falls Sie Fragen haben, können Sie diese gerne auch in den Chat schreiben, beziehungsweise mich auch nachträglich dazu anrufen. Es gibt natürlich viel mehr Funktionen. Das war jetzt eine sehr verkürzte Version davon. Ja, und in diesem Zusammenhang gibt es auch noch andere Service Cloud Webinare und Field Service Management Webinare, die Sie sich gerne anschauen können. Zum Beispiel hier zum einen. Die sind auch direkt verlinkt. Die Folien bekommen Sie ja im Nachgang. Zum Thema Service-Strategie der SAP, wie das einfach in diesem Jahr jetzt aussieht, was die SAP sich da überlegt hat. Dann gibt es noch hier ein Webinar von unserem Kunden Pillar, Blowers and Compressors. Hier berichtet der Kunde, wie bei ihm das Ganze funktioniert, was ich eben gezeigt habe, wie das Zusammenspiel zwischen S4HANA, Service Cloud und FSM funktioniert und was sich dadurch natürlich verbessert hat. Und hier nochmal eine ausführliche Demo von meinem Kollegen zum Field Service Management. Genau, wenn Sie Fragen haben, gerne stellen, dann würde ich sie gleich mal beantworten. Ich schaue jetzt schon mal in den Chat, ob es irgendwas gibt. Okay, kann die SAP FSM-App auch offline genutzt werden? Ja, also die kann natürlich offline genutzt werden. Es ist ja natürlich so, dass die Servicetechniker, die vor Ort dann sind, sehr oft keinen Empfang vielleicht haben, kein WLAN, einfach kein Internet und die gewährleistet eben, dass man die Notizen und so weiter alles eingeben kann und später, wenn der Techniker Empfang hat, dann wird das alles in die Cloud synchronisiert. Also das ist gar kein Problem, funktioniert einwandfrei. Kann man auch FSM an SAP CS und PM anbinden. Also CS, Customer Service, ja, man kann es anbinden. Und PM auch. Also in dem Fall würde CS dann ja, die Service-Tickets erstellen und PM dann die Instandhaltung veranlassen. Allerdings muss man natürlich beachten, dass die Wartung von Customer Service bei der SAP 2025 ausläuft. Und da muss man sich jetzt schon vielleicht Gedanken machen, wie geht es weiter, was wollen wir langfristig. Aber da können wir auch sehr gerne nochmal sprechen. Genau. Ich sehe jetzt keine Fragen mehr. Also wenn sich nachträglich natürlich welche ergeben, gerne schreiben. Meine Kontaktdaten erhalten Sie dann im Nachgang. Und ansonsten würde ich nochmal auf mein nächstes Webinar darauf hinweisen. Und zwar nächste Woche am 2. März stellt meine Kollegin ja die Unterschiede vor zwischen Salesforce und Sales Cloud. Da lohnt es sich bestimmt mal reinzuschauen. Genau, und ja, ansonsten finden Sie hier noch meine Kontaktdaten und wenn sich im Nachgang Fragen ergeben, schreiben Sie mich gerne an oder rufen Sie gerne an. Vielen Dank.